Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo zu ARK Survival Evolved, zu unserem Community-Server, auf dem ich hier mit euch zusammen unterwegs bin. Und dazu vorweg die Information, wer da noch Lust hat mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Wir haben noch ein bisschen Platz, wir können noch ein bisschen zusammenrücken. Und wer gerne ARK zockt und vielleicht noch auf der Suche ist nach einem tauglichen Server, wo man eben nicht gleich als Frischling über den Haufen geballert wird, wo PvP zwar betrieben wird, aber eben mit Regeln und ganz gesittet und ja, nicht einfach wild herumgeballert wird und dergleichen. Wer also eine nette Community sucht, ist hier herzlich eingeladen beizutreten, vorausgesetzt. Er ist ebenso nett und 16 Jahre alt. Da muss ich leider die Regel reinbringen, allein damit mir nicht irgendwann der gewisse Jugendschutz aufs Dach steigt und sagt, hey, Moment mal, wie kann es sein, dass Minderjährige bzw. Leute, die das Spiel noch nicht spielen dürfen, hier auf dem Server unterwegs sind. Anderen YouTubern ist schon Ähnliches widerfahren und ich möchte es tunlichst vermeiden, da irgendwie in Schwierigkeiten zu kommen. Also 16 müsst ihr leider sein, kann ich auch keine Ausnahme machen. Da ist mir das Risiko, ehrlich gesagt, zu groß. Nun ja, also auf jeden Fall, wer mag, einfach eine Mail an koja@koja-let's-play, ganz simpel, koja@koja-let's-play.de schreiben und dann können wir alles weitere entsprechend noch bereden und dergleichen. Ich bräuchte eigentlich nur euren Usernamen, den ihr hier im Game haben wollt und vielleicht eine kleine Info, in welchen Stamm ihr wollt. Seien es die Amazonen beispielsweise, ein PvP-Stamm, sei es die Kannibalen, ebenfalls ein PvP-Stamm. Oder seid ihr YouTuber, wollt ebenfalls aufnehmen, dann könnt ihr auch in den YouTube-Stamm hier oben im Norden euch irgendwo niederlassen. Oder auch, wir haben auch noch ein paar andere Stämme, also schreibt mich einfach an und dann schauen wir mal, wo wir euch da unterbekommen oder wo ihr euch wohlfühlt vielmehr. Da könnt ihr dann entsprechend siedeln. Ja, das soweit erstmal als kleine Vorab-Information. Die Folge 6 von ARK Survival Evolved hat auch nochmal ein paar weitere Informationen zum Community-Server, wie der damals entstanden ist. Und da möchte ich an dieser Stelle einsteigen. Es gibt da eine kleine Änderung. Und zwar hat den Community-Server der gute Erik zusammen mit mir ins Leben gerufen. Der Erik vom Schlaraffen-LP, der hier drüben seine Bruchbude ist mittlerweile ein bisschen verwaist und verwahrlost. Der hier seine Bude hatte, oder vielmehr die Bude steht noch da, aber der gute Erik ist leider nicht mehr im Game, denn der hat leider nicht so den Spaß an ARK gefunden. Survival Games sind wohl nicht so ganz sein Thema, insofern hat er sich dazu entschieden, da dieses Spiel auch extrem zeitaufwendig ist, es dann doch lieber sein zu lassen, da es ihm eben nicht so 100% zusagt. Das ist schade, weil ich gerne mit ihm die Insel hier ehrlich gesagt gerockt hätte. Und naja, aber man kann es nicht erzwingen und wenn der Spaß nicht da ist, dann ist es beim Let's Playen sowieso ganz wichtig, frühzeitig die Sache dann auch wieder zu kippen, denn dann kriegt man es auch nicht anständig transportiert sozusagen, dann macht es keinen Sinn, da ein Let's Play zu machen. Also insofern schade, aber der Erik wird sicherlich mit einigen anderen Projekten... ihr müsst mich doch mal an das Ei lassen, oder? Wird sicherlich mit einigen anderen Projekten demnächst dann noch weitermachen und naja, schauen wir mal, was da noch so kommt. ARK halt leider nicht. Entsprechend habe ich dann den Server übernommen. Das lief zunächst auf seinem Account. Er hat das ja zusammen mit mir, wie gesagt, ins Leben gerufen. Lief dann auf seinem Account und dann haben wir hier mit Nidrado mal kurz gesprochen und das war total problemlos, dass wir den Server dann auf meinen Account übertragen konnten und entsprechend ist das jetzt hier quasi offiziell ein Koja Let's Play Community Server und wir haben dann jetzt auch beschlossen, das mit dem TS zusammenzulegen. Das heißt, dass die ARK Community dann entsprechend auch auf meinen TS kommt und nicht mehr bei Eriks Community TS unterwegs ist. Das Ganze vereinfacht somit für mich die Sache auch enorm, weil ich nicht mehr in 2 TS rumtanzen müsste, um euch dann auch kennenzulernen, um mit euch unterwegs zu sein und dann auch eher den Blick darüber habe, wer auf dem TS und auf dem Server aktiv ist und sich blicken lässt und dergleichen. Und dann können wir hier uns auch mal verabreden und ich flatter zu euch ins Dorf oder ihr zu mir und wir sind hier mal zusammen unterwegs in einem Let's Play, vielleicht auch in einer Aufnahme mal. Das ist zumindest der Wunsch, so soll es sein und mal schauen, wie wir das dann in Zukunft hinbekommen. Ja, das soweit als Grundinfo. Mensch, hier ist ja der Wahnsinn. Moment, so, machen wir mal wieder das Fadenkreuz ab, das ist ja...
Und Level Up gibt's auch noch. Alter. Ich mache gerade Dodo-Kippel da oben, ne? Na, haben die wohl gedacht, komm, hauen wir nochmal raus. Ansonsten, ganz wichtige Info ist eben auch zur Finanzierung des Servers möchte ich ein, zwei Worte verlieren. Es ist so, dass wir den Server finanziert hatten, dank der Spende aus der Community ganz zu Beginn. Die hatte Erik dann noch bekommen und hatte den Server entsprechend für 3 Monate mit diesen Spenden finanzieren können. Und diese 3 Monate sind zu Beginn dieses Monats ausgelaufen gewesen. Und entsprechend hatte ich dann jetzt einfach mal ein bisschen Kohle nachgelegt und das Ganze nochmal für 1 Monat dann finanziert. So, hier geht es irgendwie nicht weiter, weil... Fragezeichen. Oh, Fiber. Ja, habe ich jetzt nochmal für 1 Monat nachgelegt. Allerdings würde es mich dann doch sehr freuen, wenn der ein oder andere, der hier regelmäßig von euch auf dem Server unterwegs ist und viel Spaß hat an der Community und auch weitermachen möchte, vielleicht doch auch sich ein klein wenig am Server beteiligen könnte. Das sind dann doch mit der Zeit schon recht viele Kosten, die so auf einen als Let's Player zulaufen. Das muss ich einfach mal so sagen. Neben der ganzen Ausrüstung, die man natürlich auch hat, sprich das klassische Mikrofon, Headset, Software zum Schneiden. Der Rechner muss natürlich auch immer halbwegs up-to-date sein. Mit einer Schrottmöhre brauchst du hier so Games wie Ark nicht zu zocken. Also da fließt schon ordentlich Geld ins Hobby, was ich auch gerne ausgebe. Denn es ist nun mal Hobby, es ist nun mal Leidenschaft. Das macht Spaß und Laune. Aber wenn man dann nebenbei eben auch noch sowas wie einen Ark-Server und einen Teamspeak-Server und also das alles dann für die Community entsprechend auch gerne macht, aber es geht dann ins Geld. Kann ich jetzt anders nicht sagen und insofern würde es mich schon sehr freuen, wenn wir hier beim Server ein bisschen Unterstützung bekommen. Den Link zum Spenden, jetzt muss ich mal gucken, wie hell das hier ist. Ihr seht, ich habe ein bisschen Strom gemacht. Ja, das ist doch schon mal ganz okay. Das ist schön, dass das hier durchscheint. Das finde ich gut. Den Link zum Spenden findet ihr... Ist das da dunkel? Ist es dafür dunkel? Den Link zum Spenden findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Das ist der Donation Tracker Link. Und das ist derselbe Spendendienst, wenn man so will, den man da nutzt, den ich auch für, na sag schon, bei Hitbox nutze. Das heißt also, wenn ihr bei Hitbox was spendet während dem Stream und mich als Streamer damit unterstützen wollt, dass ich eben entsprechend hier und da auch mal sowas eben wie zum Beispiel in den Community-Server machen kann oder halt auch mal in eine neue Hardware, beispielsweise einen neuen Monitor, es steht bei mir mal an und neue RAM-Riegel, in was investieren kann, dann ist dieser Spendenlink zum Beispiel eine gute Möglichkeit, das zu tun, aber natürlich absolut freiwillig. Und so ist es auch beim ARK-Community-Server. Also ich möchte hier keinen verpflichten, der hier zockt, was zu zocken. Es ist eine reine freiwillige Leistung. Wer nicht spendet, fliegt nicht vom Server. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Aber es wäre einfach schön, wenn dem so wäre, dass wir das alle hier gemeinsam ein bisschen finanzieren und nicht nur einer. Ja, also das dazu, da will ich jetzt auch gar nicht weiter große Worte verlieren. Ich würde mich einfach riesig freuen, wenn das funktioniert und wir hier gemeinsam weiter auf diesem Server dann entsprechend unterwegs sind und dieses Projekt ein bisschen gemeinsam tragen. Der Teamspeak, wie gesagt, hat sich ja auch geändert. Das ist dann jetzt auf meinen gezogen. Die Teamspeak-Daten kann ich euch gerne via Mail schicken, wenn ihr mich nochmal kurz anschreibt. Ansonsten findet ihr sie auch beim Login auf diesen Server. Also so, wenn ihr einloggt, bekommt ihr immer so eine Begrüßungsnachricht und dort stehen die TS-Daten entsprechend auch drin. So, jetzt brauchen wir nochmal ein bisschen Licht hier, wenn wir schon dabei sind. Ja, ich denke, das waren jetzt so die wichtigsten Informationen zu den kleinen Änderungen hier auf dem Server. Viel ist es nicht, aber wir werden hier, denke ich, jetzt auch... Wir haben ein bisschen Änderungen hier in der Zusammenstellung der Dörfer. Bei den Kannibalen ist momentan ein bisschen wenig aktiv. Falls also jemand Lust hat von euch, die Kannibalen zu unterstützen und richtig aktiv mit dabei zu sein, dann meldet euch doch bitte gerne. Dann haben wir wieder ein aktives Kannibalen-Kaff sozusagen. Ansonsten haben sich 2 neue Dörfchen gegründet, die hier auch im PvP unterwegs sind und sehr aktiv sind. Also es ist nach wie vor für Spannung und dergleichen gesorgt. Aber momentan, zuvor waren es die Amazonen, die Unterstützung brauchten. Jetzt sind es die Kannibalen, wo es ein bisschen dünner besetzt ist. Aber vielleicht wird das auch wieder. Vielleicht bekommen die jetzt auch wieder Lust, hier mitzumachen. Ich würde mich sehr freuen. Und wo muss ich hin?
Structures, Electrical. Da brauchen wir noch mal was. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ansonsten ist es hier auf dem Server auch jetzt schon absolut angenehm und ich freue mich schon auf die weiteren Rundreisen, die wir hier gemeinsam machen werden. Ja, da sind noch einige Basen, die ich mir anschauen muss. Die der Amazonen, die hat man jetzt schon zuletzt gesehen. Was es dann allerdings natürlich noch braucht, sind die anderen PvP und PvE-Dörfer, wo wir dann mal vorbeischnuppern sozusagen. Gut, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich hier Licht auf diese Seite bekomme. Ist echt krass, also wenn man diese Strahler baut, die scheinen total von sich weg. Ich dachte, die erzeugen mehr Licht um sich rum, aber es sind wirklich mehr so Spots. Und es sind verdammt helle Spots. Das muss man ja mal sagen. Das ist richtig grell hier unten. Die große Frage ist... Ja. Die große Frage ist... gibt es auch andere Lampen, die wir bauen könnten? Ich schaue gerade mal durch. Bin ja mittlerweile Level 70 tatsächlich geworden. Ging dann jetzt doch sehr flott, wenn man solche Kampfmaschinen an Dinos hat. Und man sich durch diverse andere Dinos, unter anderem auch Alphas, durchfuttert, dann, ja, dann levelt's aber mal richtig. So. Ist schwierig. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt nur diesen Lamppost. Das ist das, was ich gerade gebaut habe. Eine andere Möglichkeit für Lampen? Nee. Vielleicht bin ich auch blind, wie immer. Hier oben sollte ich jetzt eigentlich nichts erwarten. Eigentlich muss alles nach Electronics kommen. Und da ist leider nicht. Doch, da. Omnidirectional Lamppost. Das klingt doch irgendwie besser als dieser Spot, den wir da jetzt gerade haben, oder? Ich lerne den gerade mal. Dann schauen wir uns mal an, was der braucht. Omnidirectional Lamppost. Structure, Electric. Der braucht Crystal. 10, Electronics 2. Ich habe keine Ahnung, wo meine Crystal-Dinger hin sind, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Electronics können wir ja eigentlich schon mal bauen. Ich hatte so viel Crystal, ich weiß nicht, wo das hin ist. Da müssten wir eigentlich nochmal losflattern. Wollen wir das jetzt gerade machen? Komm, wisst ihr was, ich mache dann jetzt nicht eine Infofolge und eine Let's Play-Folge noch dazu, sondern wir machen das. Wir hängen das jetzt einfach hier direkt hinten dran. Und dann mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns quasi gleich wieder. Dass diese Info zu dem Server vielleicht ein bisschen separiert steht. Komm, das machen wir so. Es ist ja auch gerade Nacht, jetzt lohnt es sich eigentlich nicht wirklich loszufliegen. Wir sehen uns dann in einem kurzen Let's Play. Es wird dann vielleicht kein 30, 40-minütiges wie sonst, sondern ein bisschen kürzer. Wir sehen uns in einem kurzen Let's Play, denke ich, hier nach dieser Folge relativ bald wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal für den ein oder anderen Euro, den ihr spendet. Das muss nicht viel sein, das möchte ich ausdrücklich betonen. Da muss sich wirklich keiner berufen fühlen, irgendwelche großen Summen zu spenden. Wir haben hier pro Monat mit dem TS-Server zusammen vielleicht 30, 35 Euro irgendwie zu stemmen. Und wenn da jeder 1,50 Euro, 2 Euro gibt, dann haben wir das locker mal wieder finanziert für eine ganze Weile. Also insofern, ihr müsst nicht viel geben. Wenn ihr was geben wollt, würde mich das sehr freuen. Wenn ihr nichts geben wollt oder könnt, dann erst recht, also wenn ihr gerade selbst schon knapp bei Kasse seid und dergleichen, bitte nicht spenden, ganz ausdrücklich. Dann hätte ich eh nur ein schlechtes Gewissen, wenn ich das irgendwie rauskriegen würde. Und nee, also ne, von daher... so viel, wie ihr könnt, so viel, wie ihr wollt und bloß nicht verpflichtet fühlen, aber ich würde mich insgesamt super freuen, wenn wir dieses Projekt hier halt gemeinsam tragen und stemmen und dann hier noch viel, viel Spaß auf diesem Server haben werden und den noch ordentlich bebauen werden und die Dinos zähmen und dergleichen und dann
wie gesagt, noch zusammen auf einem TS unterwegs. Da freue ich mich jetzt sowieso riesig drauf, dass ich dann endlich mal mehr mit euch ins Quatschen komme und mehr von euch noch persönlich quasi im TS kennenlerne. Bis dahin auf jeden Fall vielen herzlichen Dank und wir sehen uns dann gleich quasi wieder in einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss. Ich muss endlich mal meinen Hotkey ändern.